Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsfahrer, zu der ersten Folge, wo wir auch wissen, wie das Format heißt. Jetzt haben wir uns nämlich dazwischendurch mal einen Formatnamen überlegt. Wir werden, wie gesagt, in dem Format auch nicht nur TSW spielen, wie es immer nicht mal gedacht war, sondern auch andere Spiele mal gucken. Aber jetzt spielen wir es immer noch ein bisschen TSW in unserem Multiplayer. Erkläre ich gleich noch mal ein bisschen was für alle, die jetzt zum ersten Mal schauen, was wir damit meinen. Auf jeden Fall bin ich dabei, der Lavan, und dabei ist auch der... Seinspinner. Genau. Autsch. Und... Ja. Ich glaube, ich hänge ein paar Sekunden zurück, weil ich vergessen habe, auf Escape zu drücken. Das weiß ich nicht mehr in dem war. Wie spät ist es bei dir? 36. 18, 5, 36? Ja, 40 mittlerweile. Naja, 10 Sekunden bin ich vor, die kann ich, warte. Ein 23, 23, 23, 23, 23. Bin ich jetzt bei 10, 23 an? Jetzt müsste es ungefähr passen. Jetzt bin ich genau bei 6. Passt. Ja. Wir werden uns eh nicht genau treffen. Die 7 Sekunden. Genau, so genau werden wir uns eh nicht treffen. Wie gesagt, was ich mich meinte mit dem Multiplayer ist, wir versuchen, spielen natürlich beide dasselbe Spiel, spielen zwar also ein anderes sozusagen am eigenen PC Singleplayer, versuchen uns zu treffen. Francesco fährt in Leipzig los, Markkleeberg, wer ist das? Außerhalb, hinter Leipzig auf jeden Fall, ich bin in Dessau und fahren uns heute auf der Strecke. Rapid Transit heißt sie, genau, Rapid Transit, also ja. S-Bahn Leipzig entgegen. Und wollen natürlich probieren, möglichst realistisch uns zu treffen, Türen verriegeln und pünktlich abzufahren. Oder die Bahnhöfe auch anzufahren. Mal gucken, ob uns das gelingt und ob wir uns auch, wie das Spiel es voraussagt, ungefähr an der Stelle treffen. Und deswegen ist es so ein bisschen ein Multiplayer, weil wir uns sozusagen entgegenfahren. Genau. Im TSW gibt es leider keinen richtigen Multiplayer. Oh, Hauptschalter ist aus. Jetzt ist er an. Hä? Der war gerade eben an und das. Der. Wow. Der war gerade eben angeblich. Du hast ja noch ein paar Minütchen, ne? Der war gerade eben angeblich an. Der war, glaube ich, aber aus. Ich bin mir gerade unsicher. Muss ich den nochmal angucken in der anderen Aufnahme da. Aber ich will mal sagen, jetzt ist er auf alle Fälle an. Jetzt ist auch alles richtig. Jetzt sehe ich auch Licht. Ich bin schon mal losgefahren in der Zeit. Bin jetzt auf dem Weg nach Dessau Süd, mein erster Bahnhof. Mit der Hamsterbacke in schöner S-Bahn-Mitteldeutschland-Lackierung. Zugspitzensignal ist an. Ich muss aber mal gucken, ob die Hamsterbacke nicht noch Scheinwerfer hat. Ist ein relativ moderner Zug. Ältere Züge haben da wirklich nur ein Signal vorne. Also wirklich nur kein Licht, sondern wirklich nur, ja, dass man sieht, dass da was kommt. Aber kein Fernlicht, um irgendwie was zu sehen. Die Hamsterbacke ist allerdings so, da könnte ich gleich mal nachschauen. Vielleicht mache ich auch mal gleich mal die Beleuchtung hier aus im Cockpit sagen. Weil mir das einfach ein bisschen zu hell ist gerade. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer Cockpit sagen will, obwohl ich mit Fliegerei eigentlich nichts am... Gut. Zumindest Simulation mäßig. Das ist eine sehr gute Frage. Die großen Fragen der Menschheit. Bisschen schneller, dass wir auch pünktlich an den Bahnhöfen kommen. Wir wollen ja auch möglichst auch die Bahnhöfe alle pünktlich anfahren. Erstens, um uns dann auch pünktlich zu treffen. Oder wann wir uns treffen müssen auf der Strecke. Und zweitens, um dann auch, um einfach die Fahrpläne zu halten. Das wäre ein Ziel von mir. Wir haben noch eine Minute, bis wir in Dessau stehen müssen. S-Bahn-Fahrplan, das ist halt wirklich auf, wie nennt man das? Ganz knapp. Wir haben keine Spielräume für irgendeinen Quatsch hier. Ich wollte mit heißer Nadel gestrickt, das war das Sprichwort, was ich haben wollte. Stichwort. Aber ich rede heute nur Müll, das ist, ignoriere es einfach. Die machen aber gar keinen Quatsch. Ja. Ich kann heute nicht reden, das habe ich gerade schon, eine andere Folge TSW aufgenommen, wo ich dann alleine gefahren bin. Habe ich auch nur 10 Versprecher denn gehabt oder so. Na, kommt vor. Na, ist ja nix. Oh, wir müssen bremsen. Nicht, wir müssen ja noch einsteigen lassen. Ich hoffe mal, dass das Fenster kommt. Fenster. Dass das Dings kommt, von wegen Zug übernehmen. Das war ein bisschen zu früh gebremst. Ich will hier. Aber ich bremse immer lieber zu früh oder zu spät. Ich will das Fenster runter. Die Ansagen lasse ich heute mal sein. Das macht er ja eigentlich in der S-Bahn auch automatisch. Und das machen wir in den anderen Formaten dann wieder, dass ich dann wieder eine Ansage. Und was ich komisch finde, dass wir hier ganz am Anfang des Bahnhofs halten sollen, das ist für mich irgendwie unlogisch. Ich hätte eher am Ende des
ansteigst und ich halte wieder mit einer Notfallbremse, weil dieser Talent oder die Hamsterbacke sehr schwer zu bremsen ist, im Gegensatz zu der Hamsterbacke im TSW, wenn ich zum Beispiel oder so kurz. Really, really game. Ich hab die. Oh, fuck you. Was ist los? Hä, ging jetzt wieder automatisch auf? Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Was machst du da? Ja, ich. Jetzt kann ich ihn übernehmen. Okay, weil ich habe nämlich vorher den Dings schon aufgemacht, die. 37 Minuten, du holst wieder auf. Die Tür habe ich schon vorher aufgemacht und jetzt. Ich hab halt die Tür schon vorher halt aufgemacht gehabt und dann meinte das Spiel so, ja, ich bin noch auf Miles per Hour. Das Fuck you war liebevoll gemeint, willst du sagen? Kontrast, können wir nicht den Kontrast hier umstellen? Normalerweise müsste man das hier oben schwarz machen können. Frau Soll, Frau Max. Auf jeden Fall habe ich die Türen manuell schon vorher angemacht, bevor ich den Zug übernommen habe. Und dann hat er die Türen zugemacht, um sie wieder aufzumachen, automatisch. Warum kann ich hier nicht Kontrast? Jetzt habe ich mal auf dunkler geschaltet. Wir machen die Kabinenbeleuchtung auch mal aus. Ach, warum ist denn jetzt Kabinenbeleuchtung an? Ich wollte die aushaben. Zuklicken ist noch hell. Ich dachte jetzt nicht, dass ich hinten den Zug ausgeschaltet habe. Links, rechts verriegeln und dann los geht's. Nächster Halt ist Marke 1816. Für dich kommt hier der spannende Abschnitt zuerst im City-Tunnel. Jetzt muss ich auch noch warten. Kann ich das ja nicht dunkler machen? Jetzt komme ich wieder dieses übliche TSW-Problem. Das ist nicht... Ach, weil ich die Bremse noch... Ja, okay. Natürlich die Bremse noch voll angezogen. Ich löse sie wieder. Ah, Kontrast. Oh. Das funktioniert ja. Oh, oh, oh. Da springt jetzt sogar über. Das ist ja richtig geil. Self-connected. Wow. Was für eine Technik. Technik, die begeistert. TSW. Hä, warum sind jetzt die... Boah, jetzt sind die Kennlichter schon wieder aus von den... Oh, ich raste hier aus. Kennst du das auch, wenn die Kennlichter mal ausfallen? Ich lasse das nicht witzen. So. Türen verriegeln. Ich mache hier wieder Vollbeschleunigung, die brauchst du aber auch mit der S-Bahn. Um die... Also ich finde, manchmal beschleunigt die echt langsam. Hier, wenn man überlegt, wie sie im Train Simulator teilweise fährt. So kurze Triebwagen. Als ich da auf der Garmisch-Strecke gefahren bin. Okay, jede Wette, ich fahre jetzt gerade nicht los, weil die Parkbremse wieder... Ich verstehe das, ist jetzt die Parkbremse... Fährst du los oder nicht? Jetzt fahre ich los. Meine Fresse. Ich krieg auch noch ein bisschen Verspätung, dann treffen wir uns wieder pünktlich. Obwohl, treffen wir uns gar nicht pünktlich. Oh Gott! Macht ja nur noch mehr Unterschied. Ist das schon wieder anstrengend. Jetzt muss vor allem, jetzt fahren wir schon wieder eine andere Strecke. Müssen wir schon wieder neu umgewöhnen an die Geschwindigkeit bzw. an die Bremsfähigkeit des Zuges. Also ich finde, überschätzt man total, weil das eigentlich nur so ein einfacher Trieb. Fährst du in Doppeltraktion oder fährst du mit einem Triebwagen? Ich fahre mit einem. Ich auch. Nur trotzdem finde ich für einen Triebwagen ist ja auch 18 Uhr, da braucht man ja nicht so viel, da sind alle Leute ja schon zu Hause, es kommt keinem von der Arbeit. Ja, die meisten schon eher, aber ich würde sagen... Sarkasmus einblenden, bitte, danke. Ja, aber och, doch, 18 Uhr ist schon viel zu Hause. Also, die meisten haben so, wenn sie um 8 Uhr anfangen, ne, 8 Stunden. Ja, ist ja schon, aber, also keine Ahnung, also eigentlich ist es ja eher so, gegen 20 Uhr kann man schon überlegen, weniger einsetzen. Ja, durchaus. Stimmt, wenn die meisten Weltmann schon um 10 Uhr anfangen oder so. Passt das schon. Um 9. Ist auch noch Mittagspause dazu berechnen. Aber oder ja, manchmal mal überziehen. Ich konnte erstmal so ein bisschen rum mit 80, mit 60. Okay, ich könnte schneller fahren. Ach, okay, ich fahre einfach schneller. Auch wenn er nicht Bahnhof kommt. Ja, ich habe noch anderthalb Minuten, bis in Marke sein muss. Ja, ich bin schon zu spät. Ja, ich auch. Das ist der erste Bahnhof. Das ist auf der Strecke aber echt auch schwer, das nicht zu schaffen. Ich hoffe ja immer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man in Bitterfeld ein bisschen Aufenthalt hat, dass man vielleicht da ein bisschen was wieder rausfahren kann. Das kann ich mir vorstellen. Weil zumindest realistisch. Okay.
halten kann ich nicht. Bist du auch im Bahnhof vorbeigerauscht? Was heißt vorbeigerauscht? Also ich hab. Ja, Türen hast du aufgekriegt, dann ist. Ich habe die Türen aufbekommen. Das aber mich, ich merke schon wieder, dass mich wieder stört, dass da wieder dieses dämliche. Das irgendwie, ich habe das Gefühl, alles wird immer wieder umgestellt. Ich sag mal, nennen wir es mal Testaufnahme vorhin. Da bin ich auch vorbeigerauscht. Deswegen habe ich das gerade dem Papst aber erzählt, weil ich das echt nicht die Bremse völlig überschätzt habe. Dachte so, locker. Weil ich könnte nämlich schwören, dass ich diese Haltetafel ist, glaube ich, habe ich eigentlich ausgehabt. So, jetzt ist sie wieder aus. Meine Güte. Meinst du, wo man halten muss, an welcher Stelle genau? Warum habe ich es gebiegen? Wieder ein bisschen zu schnell? Wo man halten muss, genau. Also, ich meine, da war zwar so eine Markierung, aber halt nicht dieses da und da muss genau der Waggon sein und so weiter. Der kam halt, den habe ich da nicht ausgeschaltet gehabt, dachte ich eigentlich. Wieso bin ich jetzt auf Lotbremse, genau, auf Notbremse, okay. Das Einzige, was ich ein bisschen. Moment. Guck, jetzt ist zumindest. Also man kriegt diesen Zug manchmal nicht runter. Ich habe auch gerade wieder mit Notbremse gebremst. Das ist echt 500 Meter vorher eine ganz schön knappe Angelegenheit. Normalerweise mache ich auch einen Kilometer vorher. Nur manchmal unterschätzt man das ein bisschen. Aber so habe ich noch ganz gut gebracht. Ich, wie gesagt, schmeiß die oberste durch den Zug, ist ja immer Lot. Dann. Sollen sich halt hinsetzen. Das heißt das halt nicht so. Ohne Grund, dass man alte Leute sitzen lassen soll. Sitzen lassen soll? Achso, ja. Man Platz freigeben soll, sage ich mal. Ja, ich habe es gerade mit sitzen lassen. Gerade an. Meinst du an Schule sagen, gedacht oder was? Nicht sagen, so hier ist ja, hier müssen sie raus. Hier müssen sie raus, und dann sind einfach sitzen lässt und wartet. Also, ja. Wie löse ich dir diese Bremse gleich nochmal? Ich mach's mal per Hand. Ich weiß nicht, wie die Bremse hier lässt. Man am Zug war das doch auch so. Indirekte Bremse lösen, das ist anziehen, das ist lösen. Passt, halten, lösen, dann drücken. Ja, okay. Ja, passt. Okay. Man könnte auch mit der anderen Bremse eigentlich lösen, mit der Leistbremsfahrschalter. Wahrscheinlich bremst man eher mit dem. Stimmt, da hätte ich auch mit den beiden bremsen können. Wahrscheinlich bremsen sollte man nicht mit der Bremse bremsen. Leistungsfahrbremsschalter. Wie ich hier immer mit komisch bremse. Bremse. Ja, weißt du, was ich meine? If you know what I mean. Und los geht's wieder. Oh oh, okay. Wir also, waren gerade. Wenn das nicht overshooten ist, dann weiß ich auch nicht. Wie bitte? Okay, also ich muss nochmal rückwärts fahren. Ich sag ja, City-Tunnel ist echt schwer da zu halten. Ist schon drin, oder? City-Tunnel. Noch nicht? Nee, noch nicht. Okay, ich glaub, du bist okay. Du bist da ganz hinten losgefahren. Genau. Okay, zwei Türen kriege ich noch auf, was passt schon. Wie heißt das denn jetzt? Mark Kleeburg oder Mark Kleeburg? Ich glaube Mark Kleeburg. Ist egal. Garschwitz, da hinten. Bist du losgefahren? Hä? Ich war diesen Namen habe ich auch so. Das sind so die Namen, die ich generell immer falsch ausspreche. Und ich ja schon mal. Weißt du, in Realität nicht, weißt du? So weit bin ich noch nie rausgefahren. Der S-Bahn. Ich finde es sehr interessant, dass auch die Türen da aufgehen, wo man überhaupt nicht aussteigen kann. Also. Ja. Ja. Ich finde es eigentlich auch schöner, dass man nicht die Tür freigeben kann, so wie es in der S-Bahn-Realität auch ist. Ne? Also, dass man nicht die Türen öffnet, sondern freigibt. Entriegelt. Die gehen ja auf. Was. Heißt ja nur, dass die gehen in die Realität nicht wirklich auf, sondern du kannst die aufmachen, wenn du sie aufmachen willst, wenn du einsteigen willst oder aussteigen willst. Aber sonst bleiben die erstmal zu. Nächste Halt ist dann Ragun bei mir. Um 18.20 Uhr. Das könnte man sogar packen. Also ich bin relativ pünktlich gerade noch. Weil du hast wahrscheinlich durch den Verbremser ein bisschen Verspätung. Ich merke schon mit der Bremse, mit dem Leistungshebel heißt das so? Ja, genau. Kann man wesentlich besser bremsen als mit. Hilfe. F1 verriegeln. Okay, ich habe jetzt. Ja, okay, dass ich Verspätung habe, ist sowieso außer Frage. Die hatte ich sowieso schon die ganze Zeit, aber die werde ich die wieder rausholen. Aber der S-Bahn ist schwierig, die wieder rauszukriegen. So.
Jetzt habe ich mich ja auch Verspätung, weil ich hier so langsam lahmarschig anhalte. Na naja, gut. 10 Sek 20 Sekunden oder so habe ich. Meine Güte, Bremse lösen. Türen sind doch zu, ja, Türen sind zu. Ne, an Ding wollte ich nicht. Und schon wieder ein bisschen unterschätzt. Fuck! Jetzt bin ich dran vorbeigerauscht. Okay, sagen wir so, ich muss in 30 Sekunden da sein. Ich habe noch. Ich fahre es los. Nee, das war's. Ich habe den Bahnhof verkackt. Setz dich zu. Man muss zurücksetzen in dem Spiel, ne? Hm? Dauert ein bisschen. Okay. Ich hab gerade schon den Bahnhof verkackt. Aber egal, wir machen weiter. Wir machen. Ja, komm. Hörst du mal wieder? Du bist auch zurückgesetzt, dann setz dich auch zurück. Das war's mit der Verspätung. Also mit dem Pünktlichsein. Nimmt natürlich immer wieder keine Leistung an. Wie, wo, was? Was war's mit meiner Bremsung? Meine Verspätung? Ich hab den Bahnhof verpeilt. Oh. Ich setze gerade zurück. Ich wollte mit dem, er heißt Kombihebel bremsen und dachte, das schaffe ich locker. Weil irgendwie, bei den niedrigen Geschwindigkeiten bremst der viel schwieriger als bei den hohen, habe ich das Gefühl. Richtig nervig. Das haben wir perfekt hier angehalten. Also fast perfekt, 10 Meter, aber perfekt. Also 10 Meter zu kurz, aber perfekt. Und ich habe ein gelbes Signal. Türen entriegeln, rechts entriegeln. So, wie viel haben wir Verspätung jetzt? 2 Minuten. Durch die Kacke. Wie viele Punkte hast du? Kriege ich, glaube ich, auch nicht wieder rausgefahren. Wird schwierig. Bitterfeld, wenn ich Glück habe, ist in Bitterfeld ein bisschen Aufenthalt, dann hole ich ihn da wieder raus. Wie viele Punkte hast du mittlerweile? 3800. Okay. Du fährst auf 5 Minuten mehr als ich. Ich habe 3150. Oh, jetzt, wenn wir jetzt mit diesem Szenario durch sind, dann müssen wir uns auf alle Fälle mal, müssen wir uns die Dings angucken, die Auswertung, weil wir halt beide so gesehen denselben Zug fahren, in Anführungszeichen. Ja. Naja, wie gesagt, 2 Minuten Verspätung habe ich jetzt drin. Mehr, ich habe 3. Das wär natürlich halt auch was, ne, wenn wir beide halt, oh Gott, nein, Hilfe, nein, nein, weg hier, danke, hallo, danke. City Tunnel, musst du dich konzentrieren, red nicht zu viel. Red noch lange nicht. Ach, ich dachte, stimmt, du bist ja nur ein Stück. Ich unterschätze das immer. Was dann natürlich auch eine Sache wäre, wenn wir halt beide. Ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, dass mit den Sicherheitssystemen oder mit bestimmten Sicherheitssystemen. Nee, mit. Moment. Wenn wir beide mit denselben Sicherheitssystemen das in Anführungszeichen drauf haben, dann könnte man auch mal so halt denselben Zug nehmen und dann halt gucken, wer am meisten Punkte und so weiter hat. Dann jetzt weiß ich nicht, vielleicht auch unter Sonntagsfahrer, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wird dann wahrscheinlich schon wieder was Eigenes. Mann, ich verstehe jetzt gerade nicht, hier sind, okay. Warum auch immer mir die ganze Zeit angezeigt, weil ich da gleich ein gelbes Signal, obwohl ich vorher noch... Ich glaube, du warst gerade kurz bei mir weg. Ich habe gerade irgendwie so ein paar Minütchen oder ein paar Sekunden nichts von dir gehört. Und dann hast du noch gelbes Signal gesagt. Das nennt man eine ganz einfache Zugfunkstörung. Man muss das nur durch das Spiel erklären. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, was du jetzt gehört hast, also als vollständigen Satzkontext. ja. Hast du das noch mitbekommen, von wegen, wenn wir beide die Zugsicherheitssysteme... Das hatte ich noch mitbekommen. Okay. Ja. Also ich habe es nicht ganz verstanden, aber egal. Also ich habe halt oben rechts angezeigt bekommen, dass ich ein gelbes Signal habe, aber da, wo das nächste Signal gelb ist, aber dann halt noch... Oh, jetzt voll ist aber auch heraus. 34 Meter vom roten Signal. Ich wollte nicht hier hin, ich will ja schon Menschen so machen. So, da sind die 70, die wir gerade bestätigen mussten. Aber ich bin auch wieder zu früh am Bremsen gewesen. Ich hätte noch 100 bis 70 habe, aber ich fahre ja mit PCB und da ist die Bremskurve halt dein Feind. Hm. Wenn du dann ein bisschen über die Bremskurve bist, dann sagst du, zack, schön zwang so. Und die kann ich gerade nicht gebrauchen, weil ich schon, ja, was sind das jetzt? Gleich, also 2, 3 werden es sein. Minuten, Minütchen. Oh.
So. Okay, das Beste mit Anhalten habe ich 494 mittlerweile bekommen an Fahrgästen, aber schon gut zu wissen. Ja. Nein, 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 Das weg, ist gar nicht so danke. leicht. Ich fahre ja auch hier mitten durchs Nirvana. Es ist echt nicht so leicht, die Bahnsteige zu sehen und wann zu erkennen ungefähr, wann man bremsen muss. Kann das bei Tage wesentlich besser abschätzen, finde ich. Türen Ich glaube, ich stehe verriegeln. jetzt wesentlich zu früh. Okay, jetzt muss ich. Ich bin jetzt gleich bei Leipzig MDR. Also, passt das gleich. Ich. Das ist mein nächster Halt. Nach, genau, MDR und dann kommt der. Danach kommt der erste Halt des City Tunnels. Ich hoffe, ich stehe mit gar nicht so drin, Meine Mann. Fresse. Ich habe jetzt ein bisschen zu deutlich zu früh angehalten. Aber es war mir gerade egal, weil ich versuche gerade Zeit auf so reinzufahren. Und dann werde ich die Bremsung nicht unterbrechen und mit 10 km/h noch ein bisschen vorrollen, sondern werde dann einfach ein bisschen weiter hinten anhalten. Dass die Leute halt ein paar Meterchen laufen. Jetzt haben sie begriffen. Ob die noch alle in den Zug reinkommen? Ah, die haben auch 5 Minuten gewartet, bis sie dann mal begriffen. Halb eine Minute gewartet, bis sie begriffen haben, dass der Zug ein paar Meter weiter vorne gehalten hat. Okay. Also Kein auch nicht. am letzten Bahnsteig habe ich eine Verspätung von 41 Sekunden gehabt. Und was? 31? 41. Das geht ja noch. Ich habe 2 Minuten, die ich jetzt mitschleppe. Ja, du willst nur, dass wir uns rechtzeitig immer gleich, am selben Punkt sehen, ne? Macht das ein. Ja, das macht. Ja, ich war gerade irgendwie mathematisch so ein bisschen am Überlegen, ob das Sinn ergibt, dass wir uns dann am selben Punkt sehen. Aber so, Fahrgäste einsteigen lassen. Türen verriegeln, rechts verriegeln. Es geht weiter nach Wolfenbitterfeld. Wir fahren in die Nähe von Bitterfeld. Und ach, ich hatte es vergessen anzukündigen, da das ein sehr, sehr langes Szenario ist, werden wir das Ganze unterteilen, haben wir uns gedacht. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass du auch irgendwie im Bahnhof stehst. Wir teilen das in Bitterfeld ein, dann bin ich so eine halbe Stunde unterwegs. Also wenn ich in Bitterfeld stehe. Wäre das in Ordnung? Ja. Ich fahre jetzt noch, es sind noch 2, also ich fahre jetzt um 18:27 Uhr. Oh, ich müsste da eigentlich schon halten. In Bitterfeld-Wolfen und danach in Bitterfeld Hauptbahnhof. Heißt ja nur Bitterfeld, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in Bitterfeld im Bahnhof. Und oder Wolfen Bitterfeld heißt der Bahnhof als nächstes und dann im richtigen Bitterfelder Bahnhof, da werde ich dann werden wir ein kleines Päuschen machen. Beziehungsweise werdet ihr dann nächste Woche die nächste Folge sehen. Das läuft ja im Wochenrhythmus, das Format. Wo wir dann weiterfahren. Und auch dann sehen, ob wir uns auch in der pünktlichen Zeit treffen. Hier ist schon mal eine S-Bahn vorbeigefahren. Ich bezweifle aber, dass du das warst. Das wäre doch, da wärst du sehr schnell, muss ich dazu sagen. Wer weiß? Vielleicht weiß ich, vielleicht weiß ich Sicher, nicht. dass du Talent fährst und kein. Selbst ein Tier, so ein Shinkansen wäre das schwierig, das zu schaffen. Wohl doch, könnte gehen, doch. Ja, wie gesagt, die 2, 3 Minuten schleppe ich mit. Ich frage jetzt mein letzter Halt, mein letzter Halt. Okay, jetzt ich bringe jetzt von 41 Sekunden auf 1 Minute 7 hoch. Aber immerhin fast volle Punktzahl bekommen. So, hoffentlich komme ich jetzt, aber es lag auch daran, weil ich halt nicht wieder vom Bahnhof wegkam. Ich kann mit dem Talent echt nicht gut bremsen, finde ich. Letztes Mal mich auch so schwer angestellt. Also ich Weiß stehe ich vom nicht. Bahnhof, alles gut, aber habe ich doch gerade entriegelt. Ja, hat er. So, sehr gut. Bremse lösen wir schon mal wieder. Die ist gelöst. Stimmt, das ist ja der gute Kombi, mit dem ich gebremst. Aber ich war wieder in der Notbremsung. Das ist echt. Ich muss gleich mal mit beiden Bremsen. Bremsen bei sowas Notfalls, aber das ist dann. Sollte man ja eigentlich auch nicht. So, ich fahre jetzt in den Tunnel rein. Okay.
Bei dir auch halb gerade? Also bei mir ist jetzt halb und 10 Sekunden. Ja gut, ich bin, nee, also bring das. Ich bin eine Minute hinter dir. Du bist eine Minute hinter mir in der Zeit? Warum das denn? Ja, weil ich gerade eben, glaube ich, noch was... Oh Gott, ich muss bremsen. Moment. Ja. Festhalten bitte. Das ging mir ähnlich gerade. Hoppla. Ach, hier kommt noch Krippin danach. Okay, hier kommt noch, doch noch ein Bahnhof. Ich dachte, das wäre jetzt dann, es kommt im Bitterfeld. Aber wir machen das trotzdem Bitterfeld. So. Okay, hier sollte. Okay. Könnte sogar sein, dass du genau aus dem City-Tunnel raus bist. Und ich dann genau im Bitterfeld habe. Okay, hier könnte man prinzipiell sogar noch aussteigen. Also, wenn man jung und gelenkig ist. Bisschen durch den Gras, das Gras gehen will. Also heute ist echt so Bremsversagen. Wir ja, können die Folge halt, ja Bremsversagen halt, nennen. Ist halt auch ein Unterschied, ne? Also vorher haben wir ja eigentlich immer hier irgendwie, okay, haben wir ja vor allem immer, einer ist ein Güterzug auf einen, anderen halt nicht. Und die Personenzüge, die waren ja halt, ich meine, waren das nicht immer so dieselben? Nee, im ersten Szenario bist du aber auch regional Express gefahren. Ja, schon, der, aber. Der halt lässt sich einfacher bremsen, ist mir auch aufgefallen. Ich bin den gerade ja eben gefahren, den anderen, die, wo ich TSW für mich hier aufgenommen habe. Der lässt sich besser bremsen, finde ich, als Talent hier. Kannst du sagen, was du willst? 1,1 Kilometer schon, dann kommen wir, müssen wir schon wieder in die Bremse gehen. Müssen wir nicht Krippin verpeilen? Okay. Es gibt hier mehrere Halte. Halte. Okay, aber ich hab wieder Zeit rausgeholt. Von 1 Minute 7 bin ich jetzt auf 44 Sekunden gekommen. Also ich glaube, ich könnte mal pünktlich an. Du kannst besser bremsen. Ich bremse irgendwie immer viel zu früh. Ich weiß nicht warum. Ja, ich bremse meistens immer fast zu spät. Oder was weiß ich? Ja, fast immer. Sagen wir mal zu 60% oder mehr als 50%. Oh, jetzt fahr. Oh Gott, ich fahre auch wieder so schnell. Hoppala. Der Tunnel ist halt Overkill zum Teil. Ich weiß. Da musst du halt wirklich schon fast wieder. Kannst du einmal kurz hochbeschleunigen und wieder runterbremsen. Ja. Wo fahre ich den meistens? Ja gut, ich bin auch gerade ein paar km zu viel, da waren auch nur 3. Okay, diesmal ist aber wieder ein perfekter Halt. Aber das einzig Schöne. Okay, das einzig Schöne hier am an der S-Bahn fahren ist halt, dass man wirklich hier von 0 auf 100 und von 100 auf, von 0 auf 100 und dann auch nochmal von 0 auf 100, also quasi von 0 auf 100 Gas geben kann und von 0 auf 100 bremsen kann. Ja, das macht schon. Ohne dass es halt irgendwie abrupt ist und so. Ja, ja. Okay, jetzt sind es wieder 55 Sekunden. Die Beschleunigung ist halt auch geil vom Taurus. Sag ich mal Taurus, ich meine natürlich Talent. Ein Taurus ist was anderes. Taurus ist eine 182 in der DB-Dings. Also, den anderen, den man hier fahren kann. Mit den Doppelstoppwagen. Oh Gott. Moment, wir können auch mal. Wir fahren ja den Talent, den eigentlich der Realität aufzählt. Okay, du kannst es ja nicht, ne? Moment. Dann bin ich dann in... Okay, in Bitterfeld bin ich um 19.06 Uhr. Ja, aber du wirst ja nicht in Bitterfeld Pause machen, das wird ein bisschen. Nee. Mhm. Ich vermute mal, ich bin dann in Leipzig Messe oder so, irgendwie um Leipzig Nord und so weiter rum. Oh Gott. Plus, minus, okay, ich sollte aufhören zu scrollen und die Türen zu machen. So, 34, oh, ich sollte jetzt schon in Bitterfeld sein. Ich bin immer genau, ich fahre immer genau da, wenn ich da sein muss, wenn ich so 2,8 Kilometer ist ja auch nichts. Wir haben 60 gleich angekündigt. Okay, Leipzig Markt. Das heißt, ich muss wieder aufpassen, dass ich hier nicht noch gleich eine Zwangse kassiere, kurz vor Bitterfeld. Das wäre ärgerlich. Nachdem ich schon eine Bahnhofsverpeilung heute hatte. Hätte wenig Bock drauf. Hätte jetzt aber trotzdem vorher noch hochbeschleunigen. No risk, no fun. Besser gesagt, ich brauche das, um überhaupt ein bisschen das aufzuholen. Ich kann jetzt nicht schon mit 60 rumgondeln. Wenn sie gleich angekündigt wird, da wird sie angekündigt, die 60. Ich hab's begriffen. Sind aber noch 1,6 Kilometer. Die Bremskurve sollte ich packen. Schon interessant zu sehen, wie viel
von Wein, bis man mal Zeit rausholt, wenn man wieder verliert. Weiß natürlich, wie akkurat die Halte sind. Ja. Ach nein! War das jetzt Bremskurve schon? Ich brauch doch keinen verfickten Kilometer. Ach nee, das war die. Oh. Ah, oh, das war. Okay, TSW. Danke, TSW. Hä? Ich sollte das vielleicht ausschalten. Ich bin auch ein Trottel. Hä? Weißt du, warum ich ein Trottel bin? Ja. Nee, das ist ein Vorsignal. Achso, nee, Moment. Ja, aber warum kriege ich denn da nur Zwangsessen? Das war doch ein Vorsignal. Verstehe ich nicht. Muss doch erst ab da hinten 60 fahren. Jetzt häng ich wieder bei 1,9. Hm. Ach, jetzt häng ich viel zu spät. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich werde ein bisschen irritiert wegen, ich sollte mir vielleicht diese Geschwindigkeitsangaben auf dem Dings ausschalten, aber das ist halt Sicherheitsvorkehrung. Aber es hat mich gerade mehr irritiert, als mir geholfen hat. Das ist belastend. Die Türen sind zu. Und aber das sind eindeutig ja alles vor. Ich verstehe es. Okay, der Leipzig. War das jetzt das 60er-Signal? Ja, war es. Oh, diese, das ist das Problem. 200 Meter weiter steht die 60 km/h in dem Dings drin und eigentlich hätte ich schon am Signal 60 fahren sollen, was natürlich eisenbahntechnisch logischer ist. Aber ich habe mir halt gedacht, das geht dann los, wenn die 60 angekündigt sind. Aber die sind hier falsch angekündigt. Beziehungsweise muss einfach später. So, ich stehe schon wieder und darf jetzt hoffentlich gleich mal endlich in den Bahnhof mit ein. Was weiß ich, das passt ja sogar. Ja, zeitlich sind wir doch sogar schon fast ganz gut. Okay, ich lasse mich jetzt hier auch ausrollen, sonst sind wir auch schon früher da, aber... Okay, passt das überhaupt hinten? Ja. Schnell Türen auf, zack. Und jetzt ist es gelockt auf 23 Sekunden. Das ist echt der Wahnsinn. Also irgendwie... Ist halt, man fragt sich halt, ob man hier halt wirklich... Also ich frage mich halt echt, ob ich jetzt hier... Okay, was heißt ob? Also... Ja gut. Ich weiß halt nicht, inwiefern inwiefern ich halt gute Bremse. Ich weiß auch halt gerade mittlerweile nicht mehr genau, wie gut ich überhaupt vom Bahnhof weggekommen bin. Das beim letzten bin ich halt schlecht weggekommen wieder und hab halt trotzdem, hallo, dankeschön. Ich merke schon, man muss das halt echt hier mit dem Ziel machen. Bin halt trotzdem von 1,09 auf okay, wie ich, 23. Bist du auch am Bahnhof oder fährst du gerade noch? Ich bin gerade in einem Bahnhof, in Leipzig tief. Gut, dann lass uns jetzt kurz die Folge beenden. Ja. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, werden wir weiterfahren. Mal gucken, ob ich noch die Verspätung rausfahre. Mal gucken, ob Francesco auch so pünktlich bleibt. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.